holt euch jetzt Ab ins Bett Premium. Das gibt es jetzt bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und es bedeutet für dich noch mehr Ab ins Bett, nämlich mit der neuesten Geschichte vorab. Alles komplett ohne Werbung und exklusivem Bonusmaterial. Jetzt online und zwar nur im Abo bei Spotify und bei Apple Podcasts. Ab ins Bett Premium. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Ab ins Bett mit der 606. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, mit euch in den letzten Sonntag im April zu starten. Nächste Woche am Sonntag beginnt nämlich schon der 1. Mai. Jetzt ist aber 1. April und das heißt jetzt zunächst einmal bitte recken und strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es noch geht. Macht euch ganz, ganz lang. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Sonntag, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 606. Gute-Nacht-Geschichte für Sonntag, den 24. April. Anna und das frühe Aufstehen. Anna ist ein ganz normales Mädchen. Sie liegt am Wochenende in ihrem Bett und es kann sogar an diesem Wochenende sein. Anna hat große Pläne. Das Wochenende ist zur Hälfte rum, denn bei Anna ist es Samstagabend. Heute am Samstag hat Papa ihr Trampolin aufgebaut. Richtig springen konnte sie noch nicht, denn Papa wurde erst spät am Abend fertig. Vorher hat er Rasen gemäht und andere Dinge im Garten gemacht und Anna ist so ungeduldig. Sie kann es kaum abwarten, endlich Trampolin zu springen. Außerdem steht noch eine Fahrradtour an. Auch die hat Papa ihr versprochen, endlich mal wieder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Und Anna wollte endlich mit ihren neuen Spielsachen spielen. Letzte Woche hatte Anna nämlich Geburtstag und zum Geburtstag hat sie eine neue Puppe geschenkt bekommen. Mit der konnte sie zwar schon ein wenig spielen, aber eben nur ein wenig und es soll richtig gespielt werden. Es ist so viel, was Anna an diesem Sonntag tun möchte und daher beschließt sie, ganz früh aufzustehen. Am besten dann, wenn es noch dunkel ist. Dann möchte sie mit der Puppe spielen. Den ganzen Morgen. Später, wenn die Sonne rauskommt, geht sie raus und wird Trampolin springen. Und wenn sie dann keine Lust mehr zum Trampolin springen, wird sie auf das Fahrrad steigen und eine kleine Fahrradtour machen. Und sicher sind dann Mama und Papa schon wach. Dann können sie gemeinsam frühstücken, einen gemeinsamen Fahrradausflug machen, gemeinsam Trampolin springen und am Abend vielleicht auch noch gemeinsam mit der neuen Puppe spielen. Das wäre doch ein schöner Sonntag. Also stellt sich Anna ihren Wecker auf ganz, ganz früh, nämlich auf früh um 4. Doch als am Sonntagmorgen der Wecker früh um 4 klingelt, da reibt sich Anna verschlafen noch die Augen. 4 Uhr ist wirklich früh. Anna beschließt sich doch noch einmal umzudrehen am Sonntagmorgen. Und dann beginnt ein wilder Traum. Anna liegt zwar noch in ihrem Bett und schläft, aber in ihrem Traum kann sie schon alles tun, was sie tun wollte. Doch diesmal wird es komplett verrückt. Fahrrad fahren, mit der Puppe spielen und Trampolin springen, das macht Anna in ihrem Traum nicht nacheinander. Sondern gleichzeitig mit ihrem Fahrrad springt sie im Trampolin hin und her und hält dabei ihre Puppe im Arm. Das Trampolinspringen auf dem Fahrrad klappt sogar freihändig. Das glaubt man gar nicht, wenn man es nicht selber sehen kann. Die Nachbarn klatschen Applaus, denn niemand hat so eine Trampolin-Action jemals gesehen. Damit könntest du im Zirkus auftreten, ruft der Nachbar Herr Widinski von drüben über den Zaun. Er steht mit offenem Mund da und kann gar nicht glauben, was die kleine Anna so alles kann. Sie hüpft weiter im Trampolin hin und her, macht noch einige Kunststücke. Da ist sogar ein Salto und ein Überschlag mit dabei. Und beim nächsten Überschlag wirft sie ihre Puppe noch in die Höhe und die macht selber noch einen dreifachen Salto. Später landet die Puppe gekonnt auf Annas Schultern und Anna landet gekonnt auf den beiden Rädern ihres Fahrrads. Und hüpft noch einmal so hoch, dass sie mit dem Fahrrad aus dem Trampolin rausspringt und direkt auf dem Gartenrasen landet.
natürlich ohne hinzufallen, sondern ganz elegant, wie eine echte Artistin. »Du solltest in den Zirkus gehen«, ruft auch die andere Nachbarin. Anna findet eigentlich, dass das eine gute Idee ist. Und somit geht der nächste Ausflug für Anna direkt in den Zirkus. Sie schnappt sich ihre Puppe und fährt zum nächstgelegenen Zirkus, schaut sich die Zirkusvorstellung an, holt sich noch einige Tricks von den Artisten und übt zu Hause weiter. So ein Sonntagmorgen ist ganz schön aufregend, dass Anna so viel an diesem Morgen erlebt. Das hätte sie nicht gedacht. Später öffnet sie die Augen. Mama sitzt bei ihr im Bett und sie sagt, »Anna, es ist 9 Uhr. Komm, wir stehen auf.« 9 Uhr, denkt sich Anna, »aber ich habe doch schon um 4 Uhr meinen Wecker gestellt.« In den letzten Stunden war Anna Trampolinhüpfen, Fahrradfahren und hat mit ihrer Puppe gespielt. All das, während sie sich einfach nur noch mal im Bett umgedreht hat. Zum Glück weiß Anna, was sie heute noch alles tun möchte. Und gleich nach ihrem Frühstück beginnt die Fahrradtour. Zwar nicht im Trampolin, dafür aber mit Mama und Papa. Und mit ihrer Puppe. Die sitzt nämlich ganz fest auf dem Puppensitz. Und sie ist immer mit dabei. Und die Puppe freut sich, dass es keine Saltos und Überschläge gibt, sondern eine ganz normale Fahrradtour. Und Anna freut sich, dass sie am Sonntagmorgen noch ein bisschen geschlafen hat. Somit hat sie nämlich genügend Energie und Kraft, um den ganzen Sonntag draußen zu sein. Zum Spielen, zum Fahrradfahren und zum Trampolinspringen. Und Anna weiß genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net. Gute Nacht.